Mahlzeit. Das Thema Inflation ist ja ein großes Thema im Moment. Und trotzdem sage ich, es gibt genug Menschen und eigentlich viel zu viel, die sagen, na und, interessiert mich nicht. Nur ein kleiner Hinweis. Ich habe auch ein Video darüber gemacht. 6,2 Millionen Menschen erhalten ein Drittel unserer Steuern. Naja, gut. Ich komme gleich drauf, aber nochmal ganz kurz vorher. Bei dem Video Tierhaltung und Menschenhaltung von früher bis heute. Aber nicht nur da, sondern überhaupt in letzter Zeit. Großes Kompliment, da kann man wenigstens draus lernen. Das sind dann wirklich echte Kommentare und neue Gedanken und nicht bloß teilen, teilen, teilen oder das Video ist 5 Jahre alt. Ja, natürlich, das Video, auf was ich hier verweise, in diesem Tierhaltung, Menschenhaltung Video, dieses Video ist alt, na und? Aber es ist viel zu wenig beachtet. Wenn es mehr Leute gesehen hätten, hätten sie mehr Bildung. Dann wäre man nicht da, wo wir jetzt sind. Zu den 6,2 Millionen Menschen, das Video werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Auch, dass es gegengerechnet ist, also es passt. Das ist ein Drittel unseres Steueraufkommens, also das, was wir Menschen bezahlen, die, die arbeiten vor allem. Und dieses Geld fließt an solche Leute, ja, die eigentlich nichts arbeiten, also keine Werte schaffen, sondern bestenfalls Werte verwalten. Natürlich muss es eine kleine Verwaltung geben, damit das alles einigermaßen funktioniert, damit Straßenbau und so weiter funktioniert. Aber wie es ja wirklich im Moment ist, und es werden ja immer neue Jobs geschaffen, ne? Es ist gruselig. Und die Zahl, die dürfte schon längst nicht mehr aktuell sein, die ist von vor 2 Jahren. Also, naja. Gut, ja, und warum alles so weitergehen soll für diese Typen als Symbol des Gehorsams und so weiter, ich werde das auch nochmal verlinken. Leute gucken ja nicht in Videolists im Allgemeinen, sondern die, naja, immer nur das Neueste. Ne? Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Nochmal zurück, wir dürfen nicht vergessen, warum sind diese Typen, die ich hier ansprach, warum sind die wohl im öffentlichen Dienst? Warum sind es Beamte und RichterInnen, steht hier sogar, und SoldatInnen und so ein Kram? Warum? Na, ganz einfach. Weil sie in einer normalen Wirtschaft nicht zu gebrauchen wären. Bloß, die kosten unser Geld, verflucht nochmal. Naja, gut. Nochmal zum Thema Inflation selber. Menschen, solche BeamtInnen und solchen Beamtausen und solche Typen, da kenne ich oder kannte ich mag die nicht mehr kennen. Da kannte ich genug, die lediglich von der Überziehung leben. Nur davon. So. Und wenn solche Leute die Inflation kurzzeitig ankratzen sollte, dann wird der Staat schon dafür sorgen, dass die genug Geld haben. Das ist das eine. Und wenn die von der Überziehung leben und im Allgemeinen kein Vermögen aufgebaut haben, dann sagen die Vermögensvernichtung, na, für mich ja nicht, ne? Und so weiter und so fort. Ist doch klar, solche, die nicht zum gesellschaftlichen Reichtum beitragen, die nur auf Kosten anderer leben, die im Prinzip, und jetzt sind wir beim eigentlichen Schluss, zu dämlich sind, zu verblödet sind, ja, denen macht eine Inflation nichts aus. Damit aber vielen Kommentaren konnte und vielen Gesprächen konnte ich entnehmen, dass unsere Kinder eigentlich auch schon von der Blödheit und Verblödung anheimgesucht wurden. Aber wir als Großeltern, wir haben noch eine Möglichkeit, wir haben noch eine kleine Möglichkeit, unseren Enkelkindern etwas vorzuleben, vorzumachen und sie zu lehren, ihnen Wissen beizubringen. Wenn sie Wissen haben, gutes Wissen, dann können die Kinder auch gut denken, dann fallen sie nicht so schnell auf den ganzen Blödsinn herein. Das muss ich in diesem Fall wieder sagen und gerade weil das so wichtig ist. Das ist unsere einzige Chance, der riesigen Katastrophe vielleicht noch etwas entgegenzustellen. Also bringt euren Enkeln was bei und versucht es auch noch bei den Kindern, aber macht das. Also macht was und macht's gut. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.